Tja, Urlaub Checker Frank, zweiter Teil. Sunrise Monte Mar Resort, Adult Only, Erwachsenenhotel, der Strand und mein Fazit. Ja, wie ihr seht, immer noch bewölktes Wetter. Ja, um euch das mal noch ein bisschen hier rüber zu bringen, der Strandabschnitt ist nicht besonders groß, aber absolut ausreichend. Ja, mein Fazit von dem Hotel. Also für mich ist das, oder für uns, ist das natürlich eine richtige Wohlfühloase. Wir haben uns hier sehr, sehr wohl gefühlt. Das Personal ist wirklich nur zu loben. Also super nett, super freundlich, nicht aufdringlich. Man hat hier seine Ruhe, wie wir angekommen sind. Also, da hat man sich gleich wie zu Hause gefühlt. Das Hotel ist ja letztes Jahr neu eröffnet worden. Neueröffnung heißt aber, es ist komplett renoviert worden. Ist also kein Neubau in dem Sinne. Das sieht man ein bisschen an den Zimmern. Die Möbel sind älter, aber absolut noch in einem sehr guten Zustand. Bis auf ein paar Kleinigkeiten, aber das hat man eigentlich überall. WLAN zum Beispiel ist hier absolut top. Überall hat man wunderbares WLAN. Für wen das wichtig ist, auch die TV-Programme im Zimmer, zum Beispiel was die deutschen Programme angeht, sind reichlich vorhanden. Die Qualität schmankt man klar ein bisschen, aber man hat 10 deutsche Sender. Essen, ja, sehr große Auswahl, abwechslungsreich, sehr gut gewürzt. Für ägyptische Verhältnisse finde ich das schon, sind die auf einem relativ hohen Level. Ja, also unser Fazit ist ganz klar, wir würden wieder auch hier hinkommen wollen. Nur nicht mehr im Januar, weil es doch noch ein bisschen frisch ist und die Pools hier unten beide nicht beheizt sind. Aber das Meer ist schon mit 22, 23 Grad wirklich sehr angenehm. Ja, ihr Lieben, was soll ich euch noch sagen? Wer Lust hat, also hier Sharm el-Sheikh ist das schon eine tolle Anlage, die nicht zu groß ist, auch überhaupt nicht überfüllt. Ich sage, zu ca. 30%, schätze ich mal, ist die Auslastung zurzeit. Ansonsten lasst es euch gut gehen. Bis zum nächsten Mal. Euer Frankie. Bis dann. Tschüss.